Also die Firma Crown Technics Limited wurde 1987 gegründet, ist eine Handelsfirma hier in Steckborn in der Schweiz. Gründet auch als Nähmaschinenfirma, als Nähmaschinenhandelsfirma in den 80er Jahren, weil es damals eine große Nachfrage gab nach Nähmaschinen außerhalb des Fachhandels. Ich bin jetzt seit 4 Jahren in der Firma als Geschäftsführer verantwortlich und wir haben ein bisschen die Strategie geändert. Mein Vorgänger, der 2013 in Rente gegangen ist, der hat vor allem das Massengeschäft gesehen. Wir versuchen jetzt eher unsere Leistungen mit Marketingleistungen, mit modernen Leistungen, wie es die moderne Kundin, die junge Kundin von uns erwartet, wollen wir die anreichern. Wir sind 9 Mitarbeiter hier. Dazu gehören Kundendienst, Service-Mitarbeiter, aber vor allem auch Sales, Marketing und Einkauf. SAP Business One ist eine große Zeitersparnis für uns, weil wir vorher sehr kompliziert gearbeitet haben und Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind oder sein sollten, sind jetzt mit SAP Business One für uns auch selbstverständlich. Wir haben einen tollen Überblick über unsere Lagervorräte, wir haben einen tollen Überblick über unsere offenen Aufträge, über unsere offenen Bestellungen und können das viel leichter managen. Aber das war nicht mal so der hauptausschlaggebende Grund, sondern es war letztendlich ein People's Business. Die Leute von Versino sind von Anfang an sehr kompetent rübergekommen, haben sehr schnell erfasst, was wir wirklich brauchen. Und wir können verschiedene Projekte auch erfassen, die wir vorher im System nicht erfassen konnten, was uns durch SAP Business One einfach die Arbeit erleichtert. Also das Team von SAP, von Versino, hat sehr eng mit uns zusammengearbeitet. Wir hatten sehr engen Kontakt und ja, sie haben versucht, die bestmögliche Lösung für uns zu finden. Und ich denke, da haben wir sehr viel profitiert. Ja, wir haben jetzt gerade eben angefangen, uns etwas internationaler aufzustellen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind zum Beispiel jetzt neu in Slowenien, in Kroatien sind wir tätig. Wir haben die baltischen Staaten neu dazu bekommen. Es gibt in Rumänien erste Kunden. Also wir wachsen, wir wollen wirklich internationalisieren. SAP Business One bedeutet für mich vor allem Zeitersparnis, Transparenz und gute Übersicht.